man die Hütte dann mal voll hat, ist natürlich, ja, ist immer wichtig, gute Leistung zu bringen. Aber in so einem Spiel habe ich das Gefühl, dass das ja noch mal wichtiger ist, den Leuten das zurückzugeben. Ja, glaube, dass das dann so fürs Team, für alle Verantwortlichen einfach ja, ein schöner Ausgang war. Dass ich persönlich und wir als Team eigentlich gut reingefunden haben. Es war von Anfang an klar, dass wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Das ist halt der Zweitliga-Alltag wieder. Waren ja immerhin, ja, glaube ich, fast 2 Monate, die ich raus war. Und jetzt so eine intensive Woche. Ja, das ist gut, dass wir da jetzt erstmal ein paar Tage zum Durchschnaufen haben. Ja, war ein wichtiges Tor. Ne? Das war der Dosenöffner, 1-0. Ich glaube, wenn wir in unserem Stadion mit 1-0 in Führung gehen, dann ist es relativ schwer für die gegnerische Mannschaft hier zu bestehen. Das haben wir heute gezeigt. Es war eine richtig reife Leistung von uns. Ich bin echt stolz auf die Truppe. Ja, es macht aktuell Spaß, hier Fußball zu spielen. Ja, ich glaube, wir haben mit Emma wieder links richtig Power. Ne? Der setzt sich da aktuell oft 1 gegen 1 durch und dann musst du als Außenspieler in die Box und musst hoffen, dass der Ball da irgendwie runterkommt. Der kam da runter und dann treffe ich ihn sehr sauber. Und wir haben uns auch sonst sehr viel Torchancen rausgespielt. Alles, was wir trainiert haben, so haben wir umgesetzt. Und ich bin sehr stolz auf so eine reife Leistung von uns heute. Jetzt ja, noch mal alle Kräfte mobilisiert, ausverkaufte Hütte wieder. Ja, war einfach schön, dass wir so die Woche ausklingen lassen konnten heute. Ja, wir haben wieder die Null gehalten und dass wir Tore schießen können, das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder in der Liga. Wir haben nicht umsonst die beste Offensive. Deswegen, wir ruhen uns jetzt erstmal auf. Ich hoffe, dass wir ein paar Tage zum Durchschnaufen bekommen und dann greifen wir, ab Dienstag, Mittwoch wieder voll an auf Wiesbaden.